Erinnert ihr euch noch an den großen Ubisoft Games Leak von Nvidia vor 2 Jahren? Damals hat Nvidia mehrere unangekündigte Spiele von Ubisoft geleakt, unter anderem ein Project Over. Damals wurde bereits gemutmaßt, dass Project Over ein neues Ghost Recon sein könnte. Allerdings hat Ubisoft in der Zwischenzeit die Entwicklung von mehreren unangekündigten Spielen eingestellt. Dann kam zwischenzeitlich auch noch das, ja, mega gefloppte Ghost Recon Frontline, das ein Marketing-Desaster und ja, sprechen wir nicht weiter drüber. Ja, auf jeden Fall wurde die Entwicklung daran auch eingestellt. Nun hätte es theoretisch sein können, dass Ghost Recon Frontline Project Over war. Allerdings hat jetzt vor kurzem der bekannte Leaker und Insider Tom Henderson getweetet, oder heißt das jetzt geixt? Auf jeden Fall hat er geschrieben, Ubisoft hat viele gute Dinge in Arbeit. Ich habe großartige Dinge über Assassin's Creed Red, Far Cry 7, Project Over in Klammern Ghost Recon und so weiter gehört. Aber Spiele wie Skull and Bones und Beyond Good and Evil 2 sind meiner Meinung nach wie ein großer Stein mitten auf der Straße, den sie so schnell wie möglich loswerden müssen. Es werden zu viele Ressourcen ausgegeben. Er hat großartige Dinge über Project Over in Klammern Ghost Recon gehört. Das heißt, Ghost Recon Frontline war nicht Project Over, definitiv nicht. Und es ist, wie vermutet, ein neuer Ghost Recon Teil. Es wurde damals gemutmaßt, dass Project Over 2025 erscheinen könnte. Das heißt, übernächstes Jahr. Durch diesen Tweet von Tom Henderson wird das Ganze quasi bestätigt. Allerdings ist das Ganze natürlich trotzdem mit Vorsicht zu genießen, keine offizielle Quelle, aber Tom Henderson hat sich in der Vergangenheit als sehr, sehr zuverlässige Quelle für Leaks und so weiter herausgestellt. Ich hoffe, Project Over, das neue Ghost Recon, wird gut. Ich habe große Erwartungen. Es ist jetzt aber ja scheinbar tatsächlich auch schon wieder mehrere Jahre in Entwicklung, wie damals auch Wildlands. Ja, ich glaube, Wildlands war, glaube ich, 5 Jahre in Entwicklung oder 6. Breakpoint weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht so lange. Auf jeden Fall, ich habe große Hoffnungen in Project Over und ich freue mich wahnsinnig, dass wirklich immer noch ein Teil in Entwicklung ist. Das heißt natürlich nicht, dass der Teil nicht immer noch gecancelt werden könnte, aber da Tom Henderson sagt, er hat großartige Dinge darüber gehört und Tom Henderson wählt seine Worte meistens wirklich sehr mit Bedacht. Wenn er sagt, er hat großartige Dinge gehört, dann kann man davon ausgehen, dass es wirklich großartige Dinge sind. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Was wünschst du dir vom nächsten Ghost Recon? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.